Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auf der Landesum. So, wir werden jetzt erstmal. Oh, keine Ahnung, warum ich jetzt hier drin bin. Egal. Arbeitsplan. Auf dem Feld, wo wir jetzt drauf sind, kommen Kartoffeln. Auf der 92, also da drüben, kommt Hafer. Auf der 80 werden wir Mais aussehen. War richtig gut. Auf der 88, wo wir jetzt Raps geerntet hatten, diese Saison, werden wir nächstes Jahr dann Kartoffeln haben. Dann auf der 104, auf den Kartoffelfeld, werden wir dann Weizen draufknallen und auf der 101 Mais wieder. Auf der 94, wo jetzt Mais drauf ist, machen wir dann Gerste drauf. Dann haben wir dreimal Getreide, kommen wir auf alle Fälle wieder genug zusammen an Stroh. Und ja, das ist, 93 ist ja schon mit Raps angesehen. Ja, hier sind nur noch mal mit reingenommen. Ich habe jetzt auch schon mal über reingenommen, wo was noch notwendig ist. Das heißt, wir wären jetzt hier bei auf dem Feld. Auf dem Feld 91, auf dem Feld 92, auf dem Feld 80, auf dem Feld 88, auf dem Feld 91, auf dem Feld 94. Also eigentlich fast überall. Weil Mais ist ja, wird ja erst, hör mal, hier, Mais, erntereif, ja, hier. Und Gerste kann ich nur noch bis September aussehen. Bis Ende September. Deswegen wird das dann in Sommergerste und dann werden wir nämlich Ölrettich da rein schmeißen als Zwischenfrucht. Genau. Und dann werden wir vielleicht im Frühling genug Gülle zu viel juchteln. Bis dahin ist ja noch erstmal Zeit. Bis Februar. Dementsprechend. Haben wir da auf alle Fälle erstmal genug zu tun. Oh, das heißt, hier werden wir jetzt, ja. Wenn wir es hier auf alle Fälle erstmal alles fertig so weit machen, dass wir hier flügen können. Und dann werden wir hier Ölrettich aussehen auf allen Feldern, die wir haben. Feld 88 müssen wir noch mulchen. Das ist ganz wichtig, aber da werden wir mit einer Kombi fahren, dass wir gleich mulchen und grubbern und aussehen in einem Gang. Da werden wir das Corona-Paket nehmen von Körner. Ich weiß, das ist ein Scheißname. Aber was soll man machen, ne? Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Aber das ist halt eine schöne Kombi. Vorne mulchen, hinten grubbern und dann noch der APV mit drin. Wo man dann halt 300 Liter Ölrettich drin hat. Aber wenn man halt genug Saatgut mit hat, ist das natürlich dann auch in Ordnung, ne? Ja, also ich denke mal, das wird auf alle Fälle ausreichen, was wir jetzt erstmal hier, was ich jetzt erstmal geplant habe. Ja, es sind wieder zwei Kartoffelfelder, zwei relativ, ja, gut, kleineres und in das hier. Ein bisschen größer, sind 4 Hektar. Und ich glaube, Feld 88, genau 88, wie groß ist das eigentlich? Das ist nicht so groß wie Feld 91. 3,22 und 4,15. Ja, das sind halt 7,37 Hektar, die wir dann Kartoffeln haben. Haben wir jetzt natürlich einen Tick mehr. Hier 5,66 plus 3,76 sind wir jetzt ja, bei guten 9 Hektar Kartoffeln, aber das ist schon in Ordnung so.
Ach, ich habe ja noch irgendwas vergessen. Okay, gut. Und ich hatte nämlich da mal ganz kurz. Aber das werden wir jetzt mal schnell machen. Wenn wir jetzt hier in der Bahn endlich drin sind, werden wir mal anhalten. Oh Gott. Wir haben Feld 71 vergessen. Ich kann nirgendwo hinspringen. Oder kann ich hier reinspringen? Wir suchen. Okay, machen wir mal so. Da war nämlich unser Haferfeld, was wir jetzt an Hafer haben. Deswegen, wir werden mal schnell jetzt hier so machen. So. Warte mal, Hafer. Was? Weizen, Hafer. Weizen. Hafer. Nochmal Mais. Nee. Hier könnten wir noch mal Gerste ausbringen. Raps ist zu spät. Drei Maisfelder ist zu viel. Aber wie ich gerade sehe, wir haben noch gar keinen. Haben wir Sonnenblumen? Nein, ich verdammt. Also wenn dann, wenn ich werde mal jetzt hier gucken, wie es auf den Maisfeldern ausschaut. Aber wenn hier bei der 101 Mais in Ordnung ist, werden wir natürlich da dann doch lieber Mais Sonnenblumen aussehen. Jetzt bin ich, glaube ich. Falsch gelaufen. Typisch ich. Aber es ist doch bei mir um die Ecke. Oh Mann, einmal mit Profis. Muss ich bloß gucken, weil Sorghumhose, Baumwolle. Sorghumhirse. Baumwolle. Egal. Kartoffeln. Ja, also wir werden hier nicht, wir werden hier auf Mais bleiben. Dann werden wir auf die 71 Mais Sonnenblumen ballern. Eintrag hinzufügen. Feld Numero 71. Da ist, war Hafer drauf. Geplant jetzt Sonnenblumen. Oh, Kalk notwendig. Mulchen nicht. Flügen auch nicht. Ja, der Rest ist egal. So, ja. Ist natürlich jetzt blöd gelaufen, aber was soll ich jetzt machen? Tut mir ja leid. Aber gut, habt ihr das mal mitgekriegt. Das haben wir natürlich jetzt alle drin. Hafer, Sonnenblumen. Ja, ist jetzt nicht das beste Beispiel jetzt gewesen hier, ne? Mais wäre natürlich deutlich besser, aber ich habe gerade kein anderes Feld, wo Sonnenblumen noch auf könnten. Oder ich weiß es nicht. Jetzt müsst ihr nochmal alle durchgehen. Das mache ich aber jetzt nicht. Vielleicht ändert sich da nochmals was. Ich habe an die Sonnenblumen nicht gedacht. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Es tut mir leid.
werte Zuschauer. Ach, das ist jetzt schon wieder aber ärgerlich, dass ich daran jetzt nicht gedacht habe. Ja, sowas regt mich immer auf, wenn ich irgendwann, wenn ich sowas vergesse. Manchmal, also es regt mich wirklich dann manchmal auf. Ich meine, klar, es ist jetzt zum Glück jetzt hier nur ein Spiel, ne? Aber trotzdem. Ah, verdammt. Jetzt müsste ich mal gucken, wo es vielleicht. Das ist natürlich mit. Na, Gerste habe ich ja nur ein Feld. Und nach Mais Sonnenblumen ist, wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Um das Gerstenfeld mit deiner 70 zu tauschen, weil das war ja echt bombastisch. Aber es war auch bombastisch auf dem Maisfeld. Also. So, Überlegung ist nämlich in der nächsten Saison dann Infeld Körnermais und dann Infeld Fusilage. Deswegen zwei Flächen mit Mais. Oh, weil wir werden dieses Jahr halt komplett auf Grassilage gehen. Und deswegen, damit wir halt was zum Verkaufen haben, weil ich bin nämlich am Überlegen, ob wir uns im Winter dann so 20 Schweinchen holen. Wir haben einen Schweinestall auf dem Hof, dass man vielleicht doch in die Schweineproduktion einsteigt. So, Winter werde ich ja nicht zeigen. Wir werden dann halt das Ding im Winter halt vorspulen. Wenn hier Winter ist, dann ist Winter. Passiert sowieso nicht auf der Karte. Dadurch, ja, wenn man das halt, ja, wird halt die Tiere füttern. Vorspulen, Tiere füttern, vorspulen, Tiere füttern, vorspulen, Tiere füttern. Mehr wird da nämlich nicht passieren. Ab und zu mal den Güllebehälter leerfahren. Ja, das wird ein langweiliges Ding. Bei Winter, was will man im Winter zeigen? Außer ein bisschen Schneefräumung machen. Was ich aber nicht machen werde. Gar nicht die Gerätschaft dazu. So, aber haben ja trotzdem jetzt eigentlich schon viel wieder geschafft in der Folge, auch wenn
wir am Anfang ein bisschen, ja, nicht viel geschafft hatten. Aber gut. 6 Meter ist ja auch nicht gerade klein, ne? Also für die Fälle eigentlich, ja, ausreichend. Ja, 8 Meter würde auch noch gehen. Aber ja, das ist für später dann irgendwann mal, wenn man irgendwann mal dann genug Geld zusammen hat und halt bedeutend mehr Flächen. Ich meine, ich spiele ja auch schon mit 5 Tagen. Ja, 5 Tage. Ist jetzt auch nicht gerade wenig, wenn man überlegt, 5 Tage. Aber ich spiele halt alles alleine und ohne Helfer. Dadurch, ja. Deswegen, also wenn wir dann häckseln, das wird auch alles alleine passieren. Also ich habe mir überlegt, da dann einen Feldhäcksler zu mieten. Ich gehe jetzt einfach mal den. Die haben ja dann hinten meistens eine Anhängerkupplung. Und da dann halt die passenden Anhänger zu mieten. Man sagt zum Beispiel 2 HW80 oder Reich oder wie auch immer. Drehschemel hinten dran. Kommt das da ran. Und dann wird das erstmal auf dem Hof dann in Silo reingekippt. Als Häckselgut. Und dann werden wir da nach und nach rausnehmen und dann werden wir uns die Gühweih mieten. Dann werden wir dann in der nächsten Saison, denke ich mal, diese Saison werden wir es nicht machen, weil wir haben ja nur das eine Maisfeld. Dann werden wir da mit der Gühweih ein bisschen Action machen. So ist jetzt erstmal der Plan im Kopf. Wird ein bisschen länger dauern. Das wird dann auch am Anfang eine Folge wechseln und dann vielleicht machen wir auch halbe halbe. Ich weiß es nicht. Oder wir pachten noch mal in Maisfeld. Das ist auch tatsächlich Überlegung, weil wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich sage, ich möchte noch Schweine machen, brauche ich ja Körnermais. Und dementsprechend muss ich einmal ein Maisfeld mit Körnermais abdreschen. Und wenn ich aber Silage machen will, was auch nochmal nicht verkehrt wäre, wenn wir jetzt hier wirklich Silageballen machen würden, dann bräuchten wir nämlich auch kein Grasfeld. Dann könnten wir das alles zu Heu machen und dann ist das alles schick. Dann kommen wir auf alle Fälle mit 3 Feldern, die ich habe, klar, die ich noch dann ernten kann, klar, ne? Also ich weiß halt auch nicht, was richtig ist, also dann müssten wir halt. Es wird dann ein teurer Monat, aber okay, gut. Weil wir können ja mal gucken, was kostet. Die müsste ja theoretisch hier drin sein. Genau. So. Jetzt die große nehmen hier. Wickelaufführung, Ausführung mit Ballendreher und Siliermitteltank. Und die dann mieten. Ja, das sind auch schon 13.000. Dann pro Arbeitstag nochmal 2, pro Stunde 5. Und wir werden da ein bisschen Zeit brauchen dafür. Also ich denke mal nicht, dass das innerhalb von 4, 5 Stunden erledigt ist. Aber das heißt, wir werden da auf alle Fälle dem Ding arbeiten und Mieten kostet auch nochmal, Pachten kostet auch nochmal halt ein bisschen Geld. Und ich meine, wenn wir jetzt hier für den Feldhäcksler uns nehmen, oh, dann ist komisch, das ist geil. Wenn wir uns dann den hier mieten, in der Ausführung, wie er jetzt ist, war auch schon wieder bei 18. 1000. Da ist nichts gebessert dran, also nichts anders, es ist nur Standard. Ja. Plus Schneidwerk, dann auch noch sind wir ungefähr bei 20 Riesen.
die dann einmal weg sind. Für ein paar Stunden Arbeit. Ist halt nicht gerade einfach, wie, was, wo, wann. Aber okay, so ist das halt, ne? Gut, aber das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie war informativ und hat Spaß gemacht. Und ja, bis dahin würde ich meinen, ja, also bis morgen würde ich meinen, ne? Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder, genau. Und lasst ein Abo und ein Däumchen da. Tschüss.